Hallo und willkommen bei Emotions Insider, dem Podcast mit der Innenansicht zu Jobs, Teams und Unternehmen. Wer zu Gambit kommt, der soll das jeden Tag mit Freude tun. Das steht auf der Website der Gambit Consulting GmbH, die vor über 25 Jahren gegründet wurde und bis heute immer noch Inhaber geführt ist. Was macht die Gambit aus? Wie funktioniert das interne Weiterbildungskonzept und was hat es mit der traditionellen Klassenfahrt auf sich? Das und mehr erfahren wir heute. Ich bin Mario Polster, viel Spaß! Heute bei mir zu Gast ist Sabine von Gambit Consulting. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, liebe Sabine. Hallo, lieber Mario. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Du wirst uns heute ein paar Einblicke aus eurem Arbeitsalltag geben und wir werden erfahren, wie es bei euch so im Büro abläuft, was sicherlich nicht nur für viele Bewerberinnen und Bewerber interessant ist, sondern sicher auch für viele Kundinnen und Kunden, mit denen ihr schon lange zusammenarbeitet, um einfach mal so ein bisschen bei euch reinzuschauen quasi. Ich fange einfach mal gleich direkt an. Was macht ihr denn so generell als Gambit Consulting? Was ist denn so eure Aufgabe? Wir machen innovative IT-Beratung. Also wir helfen den Kunden, quasi die heutigen Anforderungen der Digitalisierung, Globalisierung und Komplexität umzusetzen. Und insbesondere haben wir uns spezialisiert auf das Thema der S/4HANA-Einführung. Also das ist die neue Technologieplattform der SAP. Die Kunden müssen umsiedeln in den nächsten Jahren und wir helfen mit unserem ganz besonderen Projektansatz den Kunden dabei, dass diese Umstellung auch wirklich gut funktioniert oder helfen Unternehmen komplett neu auf SAP S/4HANA zu gehen als Architekturplattform. Verstehe. Das ist natürlich eine Aufgabe, die nicht alleine zu stemmen ist. Also ihr habt auch schon ein relativ großes Team. Wie viele seid ihr denn so ungefähr und wie können wir uns denn so den Arbeitsalltag bei euch vorstellen? Wir sind bei der Gambit aktuell knapp über 150. Ich müsste jetzt nochmal genau nachzählen, beziehungsweise in meine Listen gucken, weil wir hatten gestern die glückliche Lage, 5 neue Kollegen mit an Bord nehmen zu dürfen. Hatten also sehr schön. Einen großen Einführungstag, der uns allen sehr viel Spaß gemacht hat. Wie kann man sich die Arbeit vorstellen? Wie ist denn das, als Berater zu arbeiten? Also wir haben schon vor, ich nenne jetzt leider das Wort, vor dieser Zeit der Pandemie schon sehr viel remote arbeiten dürfen für den Kunden. Das heißt, die Gambit ist eine Beratung, die nicht dieses klassische 5 Tage oder 4 Tage vor Ort beim Kunden kennt. Bei uns ist die Reisetätigkeit so maximal 2 Tage in der Woche gewesen. Also aktuell reisen wir relativ wenig, also noch viel weniger. Und den Rest haben die Kollegen dann aus dem Office in Troisdorf für die Kunden erledigt. Und ja, das wäre so die Tätigkeit. Alles klar. Und du bist im Unternehmen zuständig für die Personalthemen, also auch dafür, dass ihr immer mit vielen neuen, tollen Beraterinnen und Beratern ausgestattet seid. Was ist denn so dein täglich Brot? Womit verbringst du denn so deine Zeit in der Arbeit? Aber das ist eine schöne Frage. Also das ist so ein Herzensthema von mir, das Thema Unternehmenskultur, Vertrauenskultur. Also mein Why, nennen wir es mal so, ist es, dafür zu sorgen, dass wir als Gambit, wir haben eine außerordentliche Arbeitsplatzkultur, dass wir dieses auch halten, verbessern, weiterentwickeln können. Das ist quasi so das große Ganze, was mein Wirken, mein Handeln bestimmt. Und aktuell sind wir in der glücklichen Lage, dass wir gut einstellen. Also wir suchen Menschen, die Lust haben, die Gambit mit uns weiterzuentwickeln, sich mit uns auf die Reise zu begeben. Und ich finde das immer wieder spannend und einfach herausfordernd, mit Kandidaten in Kontakt zu kommen, Menschen kennenzulernen, eine Idee im Kopf zu haben, passt der oder diejenige ins Unternehmen, wie könnte der jeweilige sich denn entwickeln und das dann auch in echt zu beobachten und begleiten zu dürfen, ist das, was mir einfach unheimlich viel Freude bereitet. Wunderbar. Ich hake jetzt da auch gleich direkt ein. Du hast es ja gerade schon erwähnt, dass ihr immer auf der Suche seid nach neuen, tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was sind denn, so würdest du sagen, die Top-Skills oder was muss jemand auf jeden Fall mitbringen, um bei euch ins Team zu passen? Was ich jetzt schon so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass es wahrscheinlich nicht so sehr auf das ankommt, was jetzt genau im Lebenslauf drinnen steht, sondern dass das auch menschlich für euch passen muss. Ja, das hast du genau richtig auf den Punkt gebracht, weil wir auch der Meinung sind, das Fachliche, das kann ich mir immer aneignen, auch durch unser tolles Ausbildungskonzept, aber menschlich ist uns das total wichtig, dass das einfach eine Passung ist, weil wir seit 26 Jahren einfach einen ganz tollen Umgang miteinander pflegen und wir das
einfach brauchen, dass Menschen reinkommen, die dazu Lust haben. Wir haben das mal so umschrieben als das Beratergehen. Das finde ich eigentlich einen schönen Begriff, den ein Kollege von mir geprägt hat. Mhm. Also wir brauchen Menschen, die Lust haben, sich in hochkomplexen und spannenden Themen zu bewegen, die eigenverantwortlich arbeiten, die teamfähig sind, weil bei uns zählt nicht die Leistung des Einzelnen, sondern es ist immer ein Teamerfolg. Wir haben keine Ellenbogenmentalität, wir haben auch keine politischen Spielchen in der Gambit und wir haben vor allem keine Menschen, die sich auf den Leistungen, die andere erbringen, ausruhen. Ja, das heißt, bei uns arbeitet jeder mit ganz viel Spaß und Leidenschaft und genau das suchen wir. Und ich kann vielleicht von einer Begegnung erzählen, die ich letzte Woche hatte mit einem Kandidaten im Erstgespräch, der mir auch sagte, ich habe alles durchwühlt im Internet, ich wollte die Gambit kennenlernen und der sich total angesprochen gefühlt hat von unseren Werten. Und das sind so Momente, die mir so viel Spaß machen, weil ich dann merke, ja, das ist der Fit. Also jemand, der versteht, wie wir agieren, dem diese Werte auch total wichtig sind und der sich davon reingezogen und angezogen fühlt. Und wenn das gegeben ist, weil wir sehr werteorientiert arbeiten und leben, dann läuft alles von selbst. Also wer da Lust darauf hat, sich diese Möglichkeiten zu nehmen, der ist bei uns super willkommen. Ja, das klingt perfekt. Und ich habe sie auch genauso gemacht wie der Bewerber. Vor unserem Gespräch habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, was euch denn so ausmacht als Firma. Und da habe ich was sehr Schönes auf eurer Website gelesen, nämlich, dass viele Unternehmen von sich behaupten, eine große Familie zu sein, aber dass es bei euch wirklich stimmt. Warum? Die meisten eurer Gründerinnen und Gründer und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind immer noch bei euch im Unternehmen und das immerhin seit 26 Jahren. Und da interessiert mich natürlich, was ist es denn? Was macht denn die Gambit aus, dass die Menschen so lange und so gerne dort arbeiten? Ich glaube, was uns ausmacht, ist dieser wertschätzende Umgang. Und da habe ich letztens auch nochmal mit einem Kollegen drüber gesprochen, der sagte, ja, Sabine, bei uns steht immer wertschätzend, aber wir müssen das doch mal eigentlich näher umschreiben, was das ist. Und da hatte ich eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür. Ich habe festgestellt, dass es einen Unterschied macht in Unternehmen, ob diese Unternehmen Eigentümer geführt sind oder ob das ein Konzern ist oder ob da dritte Geldgeber mit im Spiel sind. Mhm. Bei der Gambit ist es so, und das ist auch eins unserer hohen Werte und Ziele, dass wir finanziell unabhängig sind. Das heißt, wir haben keinen, dem wir Rechenschaft gegenüber liefern müssen und wir behandeln vor allem Mitarbeiter nicht als KPI. Das heißt, wir pressen die Menschen nicht in dieses Schema, was man von Beratungen als Vorurteil ja auch teilweise hat, dass man reiner Umsatzerbringer ist und dass nur gemessen wird, wie viel Umsatz derjenige macht. Uns ist das halt wichtig, dass wir Raum haben für Innovation. Wir sind ein total innovatives Unternehmen, haben ganz viel Kraft und Dynamik in der Mitarbeiterschaft, Themen zu erkennen, Themen auszuarbeiten. Und das geht halt nur, wenn da auch Freiraum und auch vor allem wirtschaftlicher Freiraum für gegeben wird, das zu entwickeln. Was neue Kollegen ganz oft sagen, ist, dass sie das noch nie erlebt haben, dass Kollegen so hilfsbereit sind und so bereit sind, Wissen zu teilen. Und das liegt halt, was ich anfangs auch gesagt hatte, an diesem Thema, dass wir keine politischen Spielchen oder Kalküle in der Gambit haben. Mhm. Das heißt, ich muss mein Wissen nicht als Faustpfand zurückhalten, damit ich dann besser dastehe, sondern ich stehe besser da, wenn ich das auch teile und wenn ich andere an meinem Wissen partizipieren lasse. Und das ist für uns ganz wichtig. Und ich glaube, das sind so zwei Punkte, die vielleicht zeigen, dass wir da anders miteinander umgehen. Und dieses Gefühl, das wird auch jedem neuen Mitarbeiter vermittelt und übermittelt. Und da fühlt man sich auch sehr schnell wohl und vor allem ist das ein Umfeld, wo man auch gerne Leistung dann bringt. Ja, auf jeden Fall. Und das klingt auch so, als würde es einem nicht schwerfallen, sich bei euch wohlzufühlen. Es ist also sehr, sehr wichtig, dass man bei euch menschlich hineinpasst. Und die fachlichen Dinge kann man sich ja, wie du schon gesagt hast, immer aneignen. Mich würde da jetzt ein bisschen genauer interessieren, wie ihr das denn so handhabt, eure Weiterbildungsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter zu euch komme, der noch nicht so viel auf dem Kasten hat, was habe ich denn da für Möglichkeiten? Schöne Frage. Gerade mein Lieblingsthema. Also wir hatten bei der Gambit schon immer eine Gambit Academy mit sehr vielen Schulungen, die wir angeboten haben. Aber wir haben das jetzt nochmal gebündelt mit Hilfe einer Kollegin aus dem Fachbereich, die sich auch für didaktische Herangehensweisen total interessiert. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir einen quasi digitalen Ausbildungskonzeptansatz nun aufgebaut haben,
Und das kann man sich so vorstellen, also jeder, der neu in die Gambit reinkommt, bekommt einen individuellen Ausbildungsplan, je nach den Erfahrungen oder Kenntnissen, die er oder sie dann mitbringt. Mhm. Wir haben ein modulares Schulungssystem und das Ganze muss man sich so vorstellen, das ist ein digitales Konzept. Wir haben Schulungen, die fertig sind, die remote gehalten werden oder auch on-site, je nachdem, wie es in der aktuellen Lage gerade möglich ist. Mhm. Wir haben Expertengespräche mit Seniorberatern, die helfen, die neuen Kollegen zu unterstützen. Und wir haben ganz viele Social Skill Trainings, die dazu helfen, die Beraterpersönlichkeit zu schulen oder zu dem Berater zu werden, der man sein möchte. Und es kommt gerade mega gut bei den Kollegen an. Die sind echt geflasht. Das heißt, man kommt bei uns rein, wie gestern die Kollegen. Und dann haben die jetzt heute Morgen gleich ein Kickoff zum Thema Ausbildungskonzept und dann sind da schon für die nächsten Wochen Schulungen geplant. Und das ist, glaube ich, relativ außergewöhnlich, was wir da auf die Beine gestellt haben. Ja, auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von gestern auch eine ganz spannende Situation ist. Also man wird bei euch wirklich super an die Hand genommen und auch nicht alleine gelassen, so wie ich das rausgehört habe. Und das kann ja dann eigentlich nur zum Erfolg führen, den ihr dann ja auch im Team erreicht, wie wir das schon vorher erwähnt haben. Was ich dazu sagen kann zu diesem man wird an die Hand genommen. Also ich mache aus Personalsicht Onboarding-Runden. Das heißt, ich begleite die Kollegen gerade in der Probezeit sehr intensiv. Und ich hatte letzte Woche eine Onboarding-Runde. Und da hat ein Kollege zu mir gesagt, auf die Frage, die ich jeweils stelle, wie waren die letzten 6 Monate für dich? Und dieser Kollege hat so eine wunderschöne Metapher gebracht. Und er sagte, die letzten 6 Monate waren wie ein Sprung ins kalte Wasser. Aber die Gambit war mein Neoprenanzug. Und das fand ich so schön, weil das nämlich genau das, was du gerade angesprochen hast, so symbolisiert. Und ich finde, es passt hier ganz gut auch rein, das mal zu erwähnen. Ich habe den Kollegen auch gefragt, ob ich das tun darf. Und habe da sein Einverständnis auch bekommen. Ja, sehr gut. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Metapher. So soll das sein. Und ja, da kann sich wirklich jeder nur wohlfühlen bei euch. Gibt es denn bei euch als im Team so auch spezielle Rituale oder Traditionen, die ihr so habt? Ich meine, jetzt in der Situation wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber vielleicht gibt es da irgendwelche Fixpunkte, die ihr so pflegt. Ja, wir haben da mehrere dieser Art. Also das Schönste war eigentlich bis letztes Jahr immer unser gemeinsames Mittagessen. Das heißt, wir haben eine Küche vor Ort, wir haben 2 Köche, die uns restaurantmäßig bekochen und wie in einer großen Familie haben wir alle zusammen mittags um 12 gegessen und das war einfach toll, weil wir haben uns alle zusammen gesehen, wir konnten uns austauschen beim Mittag über Privates, über Berufliches und da werden wir ja auch, ich hoffe, in relativ überschaubarer Zeit wieder hinkommen. Ein anderes schönes Ritual ist unsere Klassenfahrt. Ich finde den Namen irgendwie ganz schön, weil er das zum Ausdruck bringt, was es tatsächlich ist. 4 Tage Urlaub mit der Firma. Wir konnten letztes Jahr leider nicht wegfahren, aber das Jahr davor hatten wir eine Insel gemietet in Kroatien und haben uns da ganz tolle Tage gemacht. Also wir haben am Strand gelegen, haben viel Sport gemacht, gefaulenzt, hatten abends tolle Essen, Partys, Stargazing gemacht, tolle Bootstouren. Also das ist so ein Ritual, was uns wichtig und heilig ist, dass wir die Möglichkeit haben, neben sowas wie Weihnachtsfeiern und Projektfeiern natürlich, dass wir alle zusammenkommen und auch intensiv Zeit miteinander verbringen. Und das sind natürlich Highlights. Ne? Also ich kriege teilweise noch Geschichten erzählt von den Klassenfahrten vor 25 Jahren. Und genau so muss es doch sein. Also das macht es doch aus, wenn man mit Kollegen sogar auch gerne Freizeit verbringt und nicht denkt, oh Gott, wen sehe ich denn da schon wieder? Also. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist wahrscheinlich bei vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern so, oder bei einigen, dass sie sich wahrscheinlich denken, oh Gott, bevor ich mit meinen Kollegen in Urlaub fahre, friert die Hölle zu. Genau. Aber bei euch spricht doch sehr auch für Gambit, dass ihr das auch zusammen macht und das auch immer sehr genießen könnt. Und wo hart gearbeitet wird, soll auch hart gefeiert werden, finde ich. Absolut.
Da stimme ich zu. Also ich wünsche euch wirklich sehr, dass sich das alles bald wieder normalisiert und ihr wieder zu euren Traditionen und Ritualen zurückkehren könnt. Vor allem, dass ihr bald wieder eine Klassenfahrt machen könnt, weil ich glaube, das schweißt schon auch sehr zusammen als Team. Ja, total. Und das nächste Ziel ist ja auch schon gebucht. Also da geht es nach Andalusien an den Strand. Wir mussten das jetzt leider schon verschieben letztes Jahr. Ob es jetzt dieses Jahr wirklich im Herbst klappen kann, das wissen wir leider noch nicht. Das hängt so ein bisschen jetzt von den Begebenheiten ab, die sich so entwickeln werden. Aber wenn es dieses Jahr nicht ist, ist es auf jeden Fall nächstes Jahr. Genau. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es möglichst schnell geht und dass wir dann auch alle wieder ein bisschen sorgenfreier quasi leben können. Liebe Sabine, es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Es war ein super spannendes Gespräch und ich finde, Gambit ist wirklich eine super Firma mit einer tollen Story und ich hoffe, ihr werdet in Zukunft auch noch viele, viele tolle neue Gambits dazu bekommen und immer weiter wachsen. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, ich danke dir, Mario. Es hat echt viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die schönen Fragen und das super angenehme Gespräch. Vielen, vielen Dank. Schönen Tag dir. Baba. Ciao.